Jo Leute, zurück, ihr wisst es. Und wir gehen mal auf den Planeten. Und eine Sache kann ich eigentlich direkt mal. Alter, guckt euch das an. Hab ich ein Scheißglück. Das hier ist auch ein schöner Planet. Also wenn jetzt hier noch Leute leben, dann. Also nette Leute, versteht sich. Dann könnte ich mir auch vorstellen, hier zu wohnen. So zu leben. Erstmal das ganze Geld hier wegschnappen. Was denn los? Dann die Warnleuchte mitnehmen. Und die Tür natürlich auch. Aber die Warnleuchte kommt zum Schluss. Die Bo ist der böse? Ja, ist er. Warum sind eigentlich die Viecher zu 80% böse und nur zu 30% gut? Das ist scheiße. Okay, das ist nix. Wir brauchen Futter. Scheiße. Für Futter brauchen wir einen Bogen. Und für einen Bogen müssen wir hier mal ein bisschen hacken. Oh nein, sag mir nicht, jetzt ist Säureregen. Normaler Regen? Ich glaube ja. Komm, lass die nicht böse sein. Ach, endlich mal. Endlich mal keine Bösen. Nehme ich mal mit, beides hier. Kann man ja immer gebrauchen. Na? Nix be- Doch, ich habe einmal Fleisch bekommen. Das ist schon mal sehr schön. Ich brauche aber mehr Fleisch. Einfach aus dem Grund, dass ich schon wieder fast verhungere und das ist ja auch Kacke. Aber gut, ich meine, man muss auch mal sagen, wir arbeiten ja jetzt doch schon ganz schön. Und da wird man natürlich hungrig, ne? Das ist klar. So, das sollte doch eigentlich reichen, um da sich so einen Bogen zu bauen. Ich werde gleich mal aufs Raumschiff gehen und gucken. Ich gehe jetzt auch noch nicht so weit. Diese ganzen Samen, die man hier immer einsammelt, ne, das ist so unnötig. Die braucht man gar nicht. Jedenfalls jetzt noch nicht. Komm, den einsamen Baum hier, den machen wir auch mal weg. Gucke ich kurz, was da unten ist, und dann beam ich mich nach oben. Ein Monster, super. Ey, Freund. Aber kein Meat, ich brauche Meat. Ist hier vielleicht noch eine Truhe oder so? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Auf Kommando kommen die Dinger ja eh nicht. Leider. Das wäre auch geil. Truhe, bam, kommt da eine Truhe. Guckt euch das an. Wenn man von spricht, dann kommt da zwar keine direkte Truhe, aber irgendein Kackvogel, der mich wahrscheinlich jetzt angreift, oder? Sag ich doch. Weg. Hör mal, du stinkst, geh. Ich brauche den Dreck. Wie sich das anhört. So, perfekt. Kann ich ja eigentlich auch so vorgehen. Bisschen radikaler. Was? 84 Pixel nur? Ist doch scheiße. Ist hier noch irgendwas? Hier ist noch so ein bisschen Geld. Oh! Heilen und nach oben beamen. Okay, was machen wir als erstes? Wir bauen uns jetzt als erstes mal den Hunting Bow. Ja, doch. Den Hunting Bow, haben wir den jetzt? Hä? Ich habe doch gerade einen hergestellt. Ah nee, der ist gerade. Doch, jetzt habe ich ihn. Da ist er. Und von dem Rest stellen wir uns noch ein paar Bandagen her und dann
Ja, hier, das, eine Laterne. Ach so, aber das ist keine tragbare, oder? Das ist nicht dieses Teil, was man sich für den Rücken bauen kann. Ich glaube, das ist erst später eine Station weiter. Was denn das? Eine Sense. Nett. Aber okay, wir bauen uns den Iron Bow. Hunting Bow. So. Mal da drauf. Rest können wir ja eigentlich von dem Holz klein machen. Das Fleisch können wir mal kochen. Und den Dreck können wir mal wegtun. Genau genommen. Die Waffen, eigentlich kann ich die Waffen auch weglöschen. Wir können ja eh nicht verkaufen. Hier ist noch Kohle. Die Dinger brauche ich auch nicht. Die Warnleuchten. Das brauche ich eigentlich alles gar nicht, wenn ich mir das mal so genau angucke. Das Gold kann auch noch dahin. Truhen können auch weggepackt werden. So. Da. Okay, ist auch verarbeitet. War jetzt nicht so viel, aber naja, ich meine, es würde reichen, um wieder hier wegzukommen. Ich überlege gerade, was könnten wir denn noch bauen, was wir jetzt brauchen könnten. Vielleicht mal ein bisschen noch Copper. Weil das brauchen wir ja für eine Rüstung. Und eine Rüstung sollten wir uns ja schon irgendwie mal zulegen. So. Den Rest brauchen wir jetzt nicht. Das Fleisch können wir noch nehmen. Dann würde ich sagen, gehen wir unserer notwendigen Beschäftigung nach. Könnte man schon fast sagen. Indem wir Tiere jagen. Na komm, das ist da unten. Ah, schade. Geh weg. Wieso kann ich nicht aufziehen? Ach, keine Ausdauer. Du Made. Leute, ich will das Fleisch. Ah, geh weg. Ah, Mist. Da trifft man so selten irgendwie. Erstmal lasse ich das aufladen. Hä, wieso? Ach, der steckt da fest. Greift er mich an? Gut für dich. Okay, aber hier war doch noch ein blaues. Schon wieder regnet es hier. Ist das so ein Gewitterplanet oder was? Ah, scheiße. Nein! Okay, ich bin tot. Ha, du Marder, hast gedacht. Heilen. Naja, ich hätte. Ah, du Scheiße. Ich hätte drei Fleisch kriegen können. Leider nur zwei geworden. Aber mein Gott, ich meine, wir können ja jetzt auch weiterhin auf Jagd gehen. Hier zum Beispiel. Ich habe übrigens auch überlegt, oh Leder. Naja, okay, das ist auch nicht so schlecht. Ich habe übrigens überlegt, ob ich nicht mal ein bisschen Multiplayer-Action zeige. Jetzt nicht von Starbound, sondern von Halo 4. Weil ich habe nämlich Halo 4 jetzt letztens beim GameStop für einen richtigen Schnapperpreis gekriegt. 14 Euro. Muss man sich mal überlegen. Halo 4, 14 Euro. Und da habe ich mir, ich habe zwei, drei Runden gespielt und habe immer so, ohne zu lügen, das war wirklich das erste Mal, dass ich Halo 4 so richtig im Multiplayer gespielt habe, habe ich so
30 zu 2 und sowas gemacht. Das ist jetzt vielleicht für den Call of Duty Typen nicht so viel, aber ich habe ein paar Leute gefragt und die meinten alle so, für Halo ist das so voll krass. Also, dass man das dann in den ersten Runden reißt, ist voll krass irgendwie. Also, ich habe keine Ahnung, ob ich da jetzt irgendwie gut drin bin oder so. Ich werde wahrscheinlich eher verkacken. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass mir dieses Spiel übertrieben Spaß macht. Also, mir macht das Spiel tatsächlich mehr Spaß als zum Beispiel Call of Duty. Ich muss wirklich sagen, also ich spiele Call of Duty eigentlich gar nicht mehr. Ich habe jetzt vielleicht ab und zu mal so eine Runde Black Ops 2 gespielt. Ich bin aber auch einer, ich sag euch ganz ehrlich, Black Ops 2 ist meiner Meinung nach ein echt noch relativ gutes Call of Duty, was man noch spielen kann. Was mich halt ein bisschen stört, ist, dass es da keine Moab oder so gibt. Aber naja, ich muss sagen, MW3 spiele ich auch gerne. Einfach weil, weiß ich nicht, MW3 war so das, was ich am intensivsten gespielt habe, muss man sagen. Also ich habe da tatsächlich, und ja, ich bin da tatsächlich voll der Suchti gewesen, irgendwie 300 Spielstunden oder so, was jetzt vielleicht für den Durchschnitts-Call of Duty-Zocker, der so wirklich intensiv nur Call of Duty zockt, nicht so viel ist, aber für mich, der jetzt eigentlich doch tatsächlich auch, ich bin recht vielseitig, sage ich mal, was die Spiele angeht, heißt also, es muss nicht unbedingt jetzt Call of Duty, Battlefield oder Halo oder sowas sein, sondern kann halt auch ab und zu einfach mal so eine Runde Starbound sein oder Bioshock oder Risen oder was habe ich noch? Diablo zum Beispiel auch. Also Diablo spiele ich momentan auch wieder mit meinem Namen, den ich da schon habe, auf, ich weiß gar nicht, ich glaube es ist Hardcore oder wie der Modus heißt. Also auf jeden Fall dieser Modus, dass wenn man stirbt, ist man tot. Also die Figur ist dann auch weg. Dieser Modus. Ja, das macht eigentlich recht viel Spaß. Ich spiele das zwar jetzt nicht so intensiv, dass ich sage, ich spiele das wirklich jeden Tag oder so, aber ich zocke momentan echt eher so wenig. Also wenn ich zocke, dann eher Xbox und am PC arbeite ich. Und wenn ich dann halt doch mal am PC zocke, dann zocke ich jetzt, was ich mir auch neu gekauft habe tatsächlich, Dirt 3. Ich finde das so geil. Ich finde, das Spiel ist so Hammer irgendwie. Ich weiß auch nicht. Dirt macht irgendwie richtig Laune. Dirt ist zwar ein Rennspiel und ich bin eigentlich gar nicht so der Rennspiel-Fan. Das habe ich ja auch schon gesagt. Aber Dirt wiederum ist irgendwie geil, weil Dirt ist halt so ein Spiel. Ja, das hat die Möglichkeit, so realistisch zu sein, wie zum Beispiel, keine Ahnung, was gibt's denn da, Forza oder sowas, habe ich übrigens auch, aber es ist halt auch so, dass man es auch mehr oder weniger spielen kann, wie zum Beispiel ein Need for Speed. Das heißt also, bei einem Need for Speed würde man einfach so aufs Gas drücken und fahren. Und bei einem Forza würde man halt dann in der Kurve oder so auch mal darauf achten und alles. Und ja, ich weiß nicht, ich mag ab und zu mag ich es schon, wenn man dann halt mal so ein realistisches Autorennspiel hat. Das Problem ist halt nur, ich kann halt nicht so gut virtuell Auto fahren oder auch in echt. Aber ich mag es halt einfach, das so ab und zu mal zu machen. Ich habe zum Beispiel auch meine Phasen, wo ich einfach mir dann Need for Speed Hot Pursuit, ich liebe das Spiel, ausleihe oder so, und dann behalte ich das auch wirklich eine Woche, zock das, dann habe ich gar keinen Bock mehr auf Autorennen allgemein und dann zocke ich auch irgendwie kein Autorennen mehr, sondern irgendwie was anderes. Und so ist das halt auch bei Dirt. Nur bei Dirt bin ich jetzt halt so gesehen Schritt weiter gegangen, indem ich dann halt hingegangen bin und hab mir Dirt tatsächlich gekauft und kann's halt jetzt praktischerweise immer zocken, wenn ich Lust habe.
Und bei Need for Speed, ich weiß nicht, da ist das halt einfach nicht so, ich sag mal, so intensiv, dass ich da wirklich dann so Bock drauf habe. Was eigentlich recht lustig ist, weil ich eigentlich mit Need for Speed aufgewachsen bin, was PC-Spiele angeht. Also ich hatte relativ spät erst irgendwie so einen PC oder sowas. Also der PC, den ich am Anfang hatte, da konntest du echt, also da lief Harry Potter 1 gerade so drauf. Also das habe ich auch sehr intensiv gespielt, muss ich sagen. Und sonst liefen da halt nicht wirklich viele Sachen drauf. Aber Need for Speed konnte ich halt dann schon zu dem Zeitpunkt, also nicht zu dem Zeitpunkt, aber so ein bisschen später, als ich dann so ein bisschen besseren PC hatte, konnte ich dann halt Need for Speed spielen. Und das erste so richtige Rennspiel, was ich hatte, war halt Need for Speed Underground. Und ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber Need for Speed Underground und Underground 2 nicht mehr so, aber das gehört auf jeden Fall immer noch zu den besten Rennspielen ever. So ein Scheiß hier, was soll denn das? Und was ich auch richtig geil finde eigentlich, muss ich sagen, ist Need for Speed Carbon. Was ich da aber schade finde, jedenfalls war das so bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das gespielt habe, gab es nur Nachtrennen. Und Nachtrennen sind scheiße. Also was heißt scheiße? Nein, sind nicht scheiße, weil bei Underground war es ja auch so. Aber ich mag es nicht, wenn nur Nachtrennen da sind. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist doch langweilig. Da meiner Meinung nach sollte schon Abwechslung gegeben sein. Und dann habe ich halt irgendwann, ich glaube zu Weihnachten war das, ja doch, zu Weihnachten war das, habe ich von meinen Eltern Hot Pursuit bekommen. Also das erste Hot Pursuit. Nicht dieses neue Hot Pursuit, sondern das allererste Hot Pursuit. Und ich weiß nicht, das hat mich so krass mitgenommen. Also, dass ich das, ich habe das so lange gezockt und so intensiv gezockt. Ich habe das wirklich irgendwie zwei, dreimal durchgehabt. Und irgendwie, also obwohl ich so scheiße gefahren bin, aber obwohl das alles so ein bisschen kacke war mit dem Fahrskill, habe ich das immer weiter gezockt, weil mir das so einen Bock gemacht hat und weil ich vielleicht auch nicht so viel andere Spiele hatte, aber auch weil es halt einfach Bock gemacht hat. Und deswegen ist das ziemlich lustig, finde ich. Oder was heißt ziemlich lustig? Es ist ziemlich ironisch, dass ich gerade dann heute sage, Need for Speed, nee, bitte nicht. Eher dann was anderes. Aber mein Gott. Lange Rede, kurzer Sinn. Need for Speed werdet ihr wohl nicht so oft auf meinem Kanal finden. Was ihr aber vielleicht mal finden werdet, ist Burnout Paradise. Ich habe es mir nämlich auch jetzt, keine Ahnung, ist schon ein bisschen her. Ich glaube, es war das letztes Jahr. Ich glaube tatsächlich, das, oder war das Anfang dieses Jahres? Nee, das war die, das war glaube ich noch letztes Jahr. Ich glaube ja, das war letztes Jahr. Da habe ich mir nämlich Burnout Paradise für den PC gekauft. Und ja, ich find's lustig. Also, naja, wenn ich ehrlich bin, ich fahre halt nur überall gegen. Ich fahre bis jetzt, Entschuldigung, dass ich so mich behindert so anhöre, aber ich musste gerade aufstoßen. Ich bin bis jetzt, glaube ich, ein Rennen bin ich gefahren. So dieses Startrennen und dann war auch gut. Dann habe ich irgendwie, oder nee, ich glaube, ich bin drei Rennen gefahren und habe zwei Autos irgendwie freigeschaltet. Und das war's auch. Aber gut, so viel dazu. Wenn ihr mal mehr von meiner Gamer-Geschichte hören wollt, dann lasst es mich wissen. Dann erzähle ich ein bisschen mal bei Starbound davon. Ich kann euch jetzt so ein bisschen davon erzählen im Allgemeinen. Wenn ihr Details hören wollt, was habe ich zum Beispiel das erste Mal gespielt oder sonst was, dann schreibt's mal rein. Und ich werde jetzt den Part beenden. Haut rein und bis zum nächsten Video.